Try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. Yeah. I'll be the Herzlich willkommen zu einem neuen Video bei mir auf dem Kanal. Wie ihr sehen könnt, alles unverändert. Wie beim letzten Video vom Twin, der Motor ist auf der Werkbank. Ich möchte heute anfangen, mit euch den Motor zu zerlegen. Ja, Rost ist schon da. Geht relativ schnell bei solchen Sachen, aber das interessiert uns ja jetzt nicht. Wir wollen heute zerlegen und wollen dann einfach mal schauen, wie sieht denn die ganze Geschichte bisher innen drin aus. Und ich würde vorschlagen, wir legen einfach direkt los und demontieren erstmal die Auspuffe. Und um diese zu demontieren, löse ich diese Schelle hier jetzt erstmal, ziehe die Federn und dann mache ich hier auf. Und dann habe ich es eigentlich schon. Got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head, constantly thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win. I'll take a stab, I wanna chase a bag. I wanna weigh, I can change all the things I lack. I gotta face the facts, I gotta taste in that. Got me obsessed with the rest, I got an itch to scratch. Das sieht halt echt schon wild aus, ne? Ja, da muss ich mir auch mal noch was überlegen. Gut. Dann demontieren wir erst den linken und den rechten Flansch vom Zylinder. I just wanna break these chains. Always asking for greatness. True to myself, I never fake it. Seen no many ones that are so they get famous. And when I say the truth, most really can't take it. Spite of everything I've been through, I'ma make it. Fake friends, but on my downfall, it's toxic. Day one, started the outlaws for profit. All I do is write verses, no talking. All I do is put the work in, no option. This was everything I ever wanted. Created a legacy off of me. Ja, die Schelle hier ist im Arsch. So. Ich glaube, wir nehmen den Motor runter. Wunderbar. So. Das war der Sechser. Ja.
Ja. Die war zuerst mal drin und da ich der Meinung war, ich habe irgendwie Kupplungsglockenprobleme, hatte ich die Originale mal eingebaut. Aber ich bin mir jetzt auch nicht mehr ganz sicher, warum ich die drin gelassen habe. Naja, it is what it is, huh? Die hintere Felge ist dann auch passé. So, jetzt sehen wir es. Also so wirklich komplett ausgefahren war der nicht. Keilriemen sieht eigentlich auch schon gut zerstört aus. War auch neuwertig. Hat schon ordentlich runtergerupft, das Ding. Aber egal, der geht noch. Der geht noch. So, die brauchen wir wieder. Ich jetzt auch gesagt. Ja, die hatte ich auch gut verlängert. Seht ihr das? Das ist doch schön. Na komm, machen wir gleich Redur. Ganz ehrlich, also zum Schrauben gibt es nichts Geileres als Radio. Ich feiere es immer heftig. Ja, viele werden jetzt wahrscheinlich richtig gespannt sein. Wie sieht denn das Ganze nach Anaki-Dai aus? Wenn dann eigentlich alles abgebaut ist, sieht es gar nicht mal so hart aus. Ja? Okay, der Motor ist etwas breiter wie sonst und, aber ich finde das komplette Ganze macht es halt immer heftig. Ne? Mal gerade mal gucken. Soll man ja so nicht machen. Das klebt halt auch immer wie Sau. Versuch's mal abzudrehen. Will der jetzt nicht mit dem Schraubenzieher dazwischen? Scheint zu funktionieren. Uiuiui. Das ist doch hart fest. Ja, ich hatte halt zu dem Zeitpunkt, als ich das Ganze hier sozusagen verklebt hatte, extreme Probleme, weil ich der Meinung war, dass ich irgendwo Falschluft habe
Und dann wollte ich einfach auch nur mal sicher gehen und habe alles komplett mit Dichtungspaste zugeschmiert, wie man sieht. Nicht unbedingt verkehrt, aber es hebt halt wie die Sau. Und mit dem Schraubenzieher da rein ist halt auch nicht unbedingt das Schlauste. Obwohl, das ging jetzt. Also beim Zusammenbau definitiv wieder Dichtungspaste, aber nicht so viel. Interessant wird es erst, wenn wir am Kurbelwellenadapter sind, weil dann sind wir dort, wo die allermeisten Fragen immer entstehen. Die ganze Geschichte mal so. Weil ich halt immer wieder gefragt werde, wie sind die verbunden? Und eigentlich habe ich schon oft genug gezeigt und erklärt, wie die verbunden sind. Aber klar, es sieht auch nicht immer jeder die Videos. Daher sind die Fragen dann doch schon berechtigt. Wie man auch hier sieht, ne, das ist alles lackiert gewesen. Das hebt halt einfach nichts. So Zeug muss gepulvert sein. Ich habe halt echt nirgends Ablatzung. Nirgends. Und hier ist ja auch kein Pulver abgeplatzt, sondern eher weggefräst. Oh, das klebt auch wieder wie Sau. Jo, lass mal erst mal so. Also wie ihr seht, ich war mit der Dichtungspaste nicht sparsam. Das sieht doch ganz nice aus. Gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm done. Zündkerzen müssen eigentlich noch raus. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's facts. Only I can make a change. To slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. Junge, wie sieht das denn aus? Alter. Boah. Jo, der hat schon irgendwas geknabbert. Scheiße. Alter, dass das so heftig aussieht, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Leck mich am Arsch. Ei. Der hat geknabbert. Was hat er geknabbert? Junge. Okay.
okay, also das ist halt echt schon eine harte Nummer, ja. Puh. Was hat der bitte geknabbert? Das sieht echt hart aus. So, ich würde vorschlagen, irgendwas hat da schon geknabbert. Schauen wir uns gleich genauer an. Ich würde vorschlagen, wir nehmen jetzt die Zündung runter. Sieht halt echt schon wild aus, ja? Wie man jetzt auch gut erkennen kann, ist auch hier echt, also wirklich Thema Murksen, Note 1. Aber so ist das mit solchen Projekten, ja. Der Motor war noch verbaut, die Halterung ist mir gerissen. Ich musste mir dann was einfallen lassen, um nicht den Motor wieder rausnehmen zu müssen, bevor ich nicht genau weiß, wo das Problem lag. Wenn wir uns zurückerinnern, hatte ich am Anfang diese konstanten Zündaussetzer. Und da ist mir die Halterung hier abgebrochen gewesen. Und ich hatte keinen Bock, den Motor auseinanderzunehmen, ohne vorher zu wissen, wo das Problem war. Jetzt läuft der Motor super. Hat soweit alles gepasst von den Einstellungen her. Und deshalb würde ich sagen, ist es jetzt natürlich auch an der Zeit, nochmal alles zu zerlegen, Zylinder ein bisschen bearbeiten, Motor ein bisschen bearbeiten und solche Sachen dann einfach nochmal besser zu machen. Wie man auch hier sehen kann, ich habe auch gar nicht komplett durchgeschweißt. Das kann ich euch gleich zeigen, wenn es ausgebaut ist. Aber hat ja alles gehoben bisher. Das hier wollte ich auch noch mal neu machen. Das war eine Aktion. Ja gut, musste ja sein. Nehmen wir da jetzt, reichen die denn? Mal schauen. Da ist er. Oh, ja, genau so machen wir das heutzutage. Da wollte ich ja auch noch mal drüber schweißen und das noch mal gescheit abdrehen. Ja, da sehen wir noch die Spuren vom letzten Mal, wo es mir das abgeschert hatte. Naja, das war auch so eine Action. Das ist halt toll, ne? Wie viele Sachen man eigentlich mit solchen Projekten verbinden kann oder wie viele Momente. Es war schon wild, was da stellenweise für eine Action gerissen wurde. Viele von euch kennen es.
Es ist halt einfach, solchen Langzeitprojekten hast du eigentlich konstant was zu tun. Es ist immer irgendwas Neues. Ich möchte natürlich jetzt die ganze Geschichte so weit umbauen, dass ich später echt, soll ich sagen, Spaß hatte ich ja bisher, aber es war halt einfach ständig irgendwas. Ich erhoffe mir jetzt einfach durch die ganze Sache des Zerlegens und des Neuaufbaus, dass ich dann einfach nicht das Projekt beenden kann, aber mich dann einfach um andere Baustellen kümmern kann. Also wie gesagt, die Gabel sollte ja eigentlich schon längst drin sein, aber ich hatte keinen Nerv dazu, weil einfach ständig irgendwas Neues war. Das war schon ein bisschen nervig. Fest, habe ich die eingeklebt. Ah, das ist immer so eine gefährliche Sache. Bei Kreuz- oder Innenbusschrauben, wenn man die einklebt, es ist dann doch riskant. Okay, ich habe da nur einen kleinen Klecks drauf gemacht. Loctite. Ja. Kennt ihr das? Ihr habt 8 Schrauben, 7 gehen gut und die 8. ist genau die, bei der ihr nachher 2-3 Stunden hockt. Das wäre es ja jetzt gewesen. Nee, also einkleben, glaube ich, jetzt nicht ganz so schlau. Hier seht ihr auch, da hatte ich ja auch noch rumgefräst, wegen der alten Lichtmaschine. So. Wunderbar. Gut, dann wollen wir doch jetzt mal kurz drauf eingehen, was ich denn vorhabe. Und zwar ist es jetzt aktuell Fakt, hatte ich euch ja erklärt, diese Seite will ich austauschen, weil das alles kaputt ist. Und diese Seite tausche ich aus dem Grund, nicht dass die Trommelbremse scheiße wäre, die zieht eigentlich ganz gut, aber für mich ist es jetzt aktuell ein extrem großes Kommentarthema. Warum denn Leistung und dann Trommelbremse? Muss mich ständig mit dieser Frage rumärgern. Das zum einen, und zum anderen ist es auch ein visueller Aspekt, wenn man sich jetzt mal so meine Bilder anschaut. Es sieht ganz geil aus mit der Trommelbremse und mit der Felge, aber ich glaube, visuell gesehen ist es mit einer Scheibenbremse hinten geiler. Und um natürlich die ganze Sache zu maximieren, bin ich jetzt auf die Idee gekommen, einen Gilera DNA Motor zu nehmen, da die von Haus aus schon ein längeres Getriebe haben. Erstens, zweitens eine größere Bremsscheibe und drittens ist der Motor allgemein länger. Und wie wir sehen, habe ich jetzt aktuell vorne die 14 Zoll Felge. Und hätte ich das jetzt so gelassen, dann wäre ich ja im Prinzip hinten eine 13er gefahren. Und das passt visuell einfach nicht. So, es geht auch nicht, bei dem normalen Hyper 2 Motor eine 14 Zoll Felge zu kaufen. Die passt einfach nicht rein. Wenn man jetzt mal hier schaut, habe ich hier schon Abrieb, ja, von dem Hinterrad. Man sieht ganz gut hier eine Linie. Das heißt, wenn du da richtig Gas gibst,
dann weicht sich der Reifen auf und steht dann hier am Motor an. Das sagt mir, dass 13 Zoll mit dem Slickreifen eigentlich schon das Maximalste ist, was hier reinpasst. Ne? Somit ist es natürlich unumgänglich, diese Motorhälfte zu tauschen. Ja? Und genau aus dem Grund mache ich das. Erstens habe ich ein längeres Getriebe. Zweitens habe ich eine Scheibenbremse, eine große. Und drittens kann ich dann auch passend zu der vorderen Felge eine 14 Zoll Felge fahren. Das ist jetzt der Plan. Genau. So viel zum Verständnis. Ja. Also dann rupfen wir die Geschichte mal weiter auseinander. Und dann schauen wir mal, was uns da noch erwartet. Ja, das merkt man schon, die Lager kratzen. Die kratzen schon heftigst. Das finde ich immer am geilsten. Ja, also das läuft echt schon richtig schlecht. Okay. Gut, dann versuchen wir mal, diese hier zu lösen. Das ist halt ja okay, ich hatte die mit einem Kolbenstopper festgemacht, aber ich glaube, wenn wir da jetzt ganz vorsichtig was reinmachen, dann könnte das schon funktionieren. So Leute, nehmt euch kein Beispiel. Macht das zu Hause nicht nach. Also im Prinzip kann ich mir jetzt hier auch gar nichts markieren. Ich kann mir jetzt hier keinen Riss machen, weil ich natürlich hier eine Verzahnung habe und hier den Splint. Das heißt, ich kann mir gar keine Fixierung setzen, sprich, wenn die ganze Geschichte dann später wieder zusammengebaut wird, muss ich alles neu ausmitteln. Moment, vielleicht komme ich an die jetzt auch schon dran. Also wie gesagt, nehmt euch hier dran kein Beispiel. Wenn man da jetzt nicht vorsichtig genug ist, könnte das nachher Probleme mit den Dichtflächen geben. Aber ich fühle mich da jetzt eigentlich gerade recht sicher, dass ich das so machen kann. Bin mal gespannt, wie das nachher klappt mit dem Adapter, weil ich mir noch keine großartigen Gedanken über einen Abzieher gemacht hatte.
Also wie ihr seht, man kommt echt schlecht dran. Aber gut, das soll jetzt mal erstmal nicht das Problem sein. Invest in my name, check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, mud, disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy. Think that it was meant to be. Living in a time where this... Gut. Dann haben wir den Adapter jetzt schon mal gelöst. Dann geht's jetzt weiter. Hier sind noch die Drahtreste, seht ihr das? Geil. Der ist dort rein. Der ist auch unten im Gewinde. Kommt noch ein bisschen Rotze. Und hier. Das ist für mich selber jetzt interessant. Schaut mal, der E-Starter ist sogar noch drin, weil ich ja ursprünglich eigentlich mit E-Starter wollte. Ich wollte ja, wie gesagt, das ganze Ding eigentlich visuell so original wie nur möglich lassen. Schaut euch das an. Das war das, was ich gemeint habe. Nicht mal innen drin geschweißt, hier auch nicht. Hier auch nicht. Es war alles nur von außen schnell angeheftet, weil ich ja damals musste ich ja, damals hatte ich ja diese Verkleidung hier drin. Wie war denn das? Das war so. Ja, so war das. Hatte ich ja damals diese hier drin, aber da ich ja die Kuppelwellen oder irgendwas war mit dem Adapter, irgendwas hat es mit der, ah ja, die Kurbelwellen hatte es mir abgeschert. Und da war ja vorher, war das Ganze ja so verkleidet. Und wir sehen jetzt schon den mega Abstand. Da hatte ich beim Bearbeiten der Kurbelwellen nicht aufgepasst. Aber ich habe es mal aufgehoben, weil man weiß ja nie, ob man es nicht doch noch braucht. Ja, das ist halt hier so richtig, naja. Leute, wollen wir nicht drüber reden? Wie sagt man so schön, es ist nicht gemurkst, solange es funktioniert. So, das kann man natürlich dann nochmal schön durchschweißen, schwarz pulvern und ab dafür. Genau. So, da sich ja jetzt schon extrem viele immer gefragt haben, wie sind die denn verbunden? Hier sehen wir es jetzt. Ich habe jetzt beide Adapter. Dieser Adapter ist original verbaut, so wie er sein soll. Das war natürlich mal ein Polrad. Und dieser ist auch, habe ich auf der Drehbank, auf der Kurbelwelle, ein Loch in der Mitte gebohrt, um den auch fixieren zu können. Dieser ist fixiert durch den Originalkeil. Und ja. So sieht das Ganze aus.
Ich werde natürlich jetzt die Motoren auseinandernehmen, ja. Die machen wir noch halb. Das machen wir jetzt noch. Okay, das merke ich jetzt. Also dieser war lose. Der war jetzt nicht wirklich fest, ne? Obwohl ich sogar eigentlich der Meinung war, ich habe hier eingeklebt. Ihr seht jetzt auch, ich habe nur eine M6-Schraube da drin. Und das hat wunderbar gehoben. Ne? Jetzt muss ich halt nur mal gucken, wie ich die Geschichte wieder abkriege, weil ich mir natürlich keinen Abzieher gegönnt habe. Das ist auch richtig eingepresst inzwischen, sieht man. Na gut, das ist schon richtig so. Das passt. So, dann sehen wir mal. Klar, dieser ist draufgepresst ohne Ende. Ja genau, ich habe jetzt noch einen Adapter zum Vergleich, den hole ich jetzt gerade mal und dann schauen wir uns den anderen Adapter an, ist eigentlich identisch wie dieser hier und dann kann es auch weitergehen. So, wie wir jetzt hier sehen können, habe ich den Adapter noch einmal. Im Prinzip ist es ganz einfach, hier haben wir die verzahnte Seite, das ist im Prinzip dieser hier, ja. Und hier haben wir die originale Konusseite, wie man gut erkennen kann. Das ist dieser hier. Ja? Ich habe dann hier innen drin so einen kleinen Steg gedreht, damit das auch richtig fixiert ist. Jetzt bei diesem Adapter habe ich in die Seite noch Gewinde reingemacht, was jetzt bei dem Adapter nicht so ist. Wie wir auch sehen können, können wir 8 Schrauben verschrauben. Ja? Ich hatte jetzt hier nur 4 Stück drin, das hat einwandfrei gehoben. Wir haben jetzt das Einige, was ich jetzt gemerkt habe, ist, war diese Schraube hier war nicht mehr wirklich fest. Ich glaube, die hat sich einfach ein bisschen gelöst. Aber ansonsten ist das hier eine Bombengeschichte mit diesem Adapter. Also für jeden, der nachbauen will. Hier haben wir einen Ölpumpenritzel, dann Abstandshalter, dann diesen abgedreht bis auf die Höhe und angeschweißt sozusagen. Ja. Angeschweißt, den habe ich ein bisschen abgedreht, damit es ein wenig ordentlicher aussieht, dass ich ein Muster habe für diejenigen, die auch einen haben wollen, dass ich dann auch ein Muster habe zum Zeigen, schau, so und so sieht es aus, so baue ich die und genau. Ja, dieser war geplant mit 8 Schrauben zu versehen, also im Prinzip haben wir dann hier unsere Gewinde drin, wie der Adapter auch verschraubt werden soll und der wird dann letzten Endes, wenn die Schraube durch ist und angezogen ist, wird der dann nochmal mit einer Mutter gekontert. Ja. Also das heißt, es ist im Prinzip doppelt gesichert und doppelt verschraubt. Also ich hatte diesen hier mit 4, der soll dann nachher mit 8. Ja. Ich denke, das kann sich jetzt jeder gut vorstellen. Und ich habe es noch einmal gezeigt, wie der Motor verbunden ist.
dass das hier auch keine Fake-Geschichte ist. Habe ich mir auch schon anhören dürfen. Ne? Dass wohl anscheinend nur ein Zylinder laufen soll und die Abgase von dem einen Auspuff rüber in den anderen geleitet werden sollen angeblich. Und das dann so aussieht, als wäre es wirklich ein Twin. Aber ich phase, es laufen auf jeden Fall beide. Kann man ja gut erkennen. So, dann würde ich jetzt vorschlagen, die nehme ich dann nachher in Ruhe noch runter. Motoren spalten und zusammenbauen haben wir jetzt schon so oft zusammen gemacht. Brauche ich euch jetzt nicht nochmal zeigen. Ich würde vorschlagen, wir gehen rüber an die Lampe, gucken uns kurz die Zylinder an und schauen mal, wie die Base da ist. Ja? Also, bis gleich. So. Dann schauen wir uns die ganze Sache mal an. Also wie man schon gut erkennen kann, habe ich doch schon den ein oder anderen Reiber gehabt. Das ist jetzt der Kolben, bei dem wir diese fremden Partikel gefunden haben. Sieht eigentlich scheiße aus. Also es sind jetzt ungefähr 30 Betriebsstunden drauf. Mehr ist da nicht drauf. Dann haben wir zu diesem Kolben diesen Zylinder. Ja, da oben haben wir es doch. Könnt ihr das erkennen? Doch schon ordentlicher Verschleiß hier an diesem Zylinder. Das ist jetzt der andere Kolben. Der sieht für mich ganz gut aus. Das ist der Kolben von dem zweiten Motor. Der sieht eigentlich ganz okay aus. Ja, dann den Zylinder zu diesem Kolben. Haben wir hier. Ich auch nicht mal das Gelbe vom Ei, ha? Ja, also man sieht, da ist schon einiges gegangen. Da haben wir noch die ganzen Abdrücke. Ja, also das, wenn du das so siehst, vorher war es schön, alles sauber, und wenn du es dann so siehst, ist halt dann schon richtig wild, ne? Also mein Plan ist es jetzt auf jeden Fall, die Zylinder noch ein bisschen zu bearbeiten. Ich werde die mal auf die Motorhälften stecken und werde mal schauen, wie gut die denn eigentlich am Motor anliegen, und werde dann den Motor anpassen, werde wahrscheinlich ein bisschen die Kanäle hier öffnen und ein bisschen den Steg anspitzen. Werde dann mal schauen, was ich hier am Boostboard noch machen kann. Steuerzeit und so werde ich nicht bearbeiten. Ich möchte da bei den Steuerzeiten bleiben. Wahrscheinlich werde ich die Quetschkante noch ein bisschen runterziehen. Die Quetschkante war vorher bei 0,9, 0,8, 0,9. Ich werde wahrscheinlich die Quetschkante auf 0,6 runternehmen und das Ganze dann mit den neuen Motorhälften zusammenbauen. Ja. So, ich würde dann vorschlagen, wir haben soweit alles auseinander.
So, hiermit bedanke ich mich bei euch beim Zuschauen dieses Videos. Ich hoffe, es war soweit informativ für euch. Im nächsten Video gehen wir den Zusammenbau an und ja, genau. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Noch ein bisschen Werbung an eigener Stelle. Wenn ihr bei ScooterTech Teile bestellt, egal was, könnt ihr auf euren Warenkorb 5% sparen mit dem Gutscheincode SirKenny. Würde mich natürlich mega freuen, wenn ihr diesen Code nutzt. Ihr unterstützt mich und meine Projekte damit. Und natürlich, wer jetzt dieses Video zum ersten Mal sieht oder zufällig auf meinen Kanal gestoßen ist, der darf natürlich gerne Abonnent werden. Macht doch die Klingel an, dann verpasst du auch kein Video mehr. Und somit wünsche ich euch allen eine gute Zeit. Bleibt anständig und gesund, wie auch ich. Und verabschiede mich hiermit. SirKenny is out. Ciao. Hast du Wunsch, hast du Hype, hast du Wunsch, hast du Hype.